Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, Vorschau, Spätfolge vom Treppensturz, was ist mit Sunny los? Offensichtlich ist der Sturz im Townhouse doch nicht so spurlos an Sunny vorübergegangen, wie zunächst angenommen. Nachdem sie im Gerangel mit Laura die Treppe hinuntergefallen war, blieb Sunny zunächst bewusstlos liegen, kam dann aber wieder zu sich. Anschließend weigerte sie sich, zum Arzt zu gehen. Das könnte sich jetzt rächen. Achtung, Spoiler! Seit ihrem Unfall hält sich Sunny wiederholt mit schmerzverzerrtem Gesicht den Rücken und versucht, mit Medikamenten durch den Tag zu kommen. Zu Lauras Erstaunen hat sie noch niemandem von dem Vorfall erzählt. Laura tut es sehr leid, dass Sunny gestürzt ist. Sie beteuert immer wieder, dass es nicht ihre Absicht war. Sunny glaubt ihr und erklärt auf Nachfrage, dass es ihr schon viel besser gehe, doch vermutlich ist das eine Lüge. Gerner schickt Laura weg. Auch ohne das Wissen über Sunnys Sturz, zeigt Gerner sehr deutlich, dass er Laura nicht mehr sehen will. Er wirft sie quasi aus dem Haus, als sie ihre Post holen will. Da Yvonne nicht da ist, sieht er keinen Grund für ihre Anwesenheit. Laura tritt betreten den Rückzug an und klagt John ihr Leid. Seine Antwort macht sie nachdenklich. Streng genommen schuldest du ihm 200.000 Euro, ist seine Meinung. LAURASFRIEDENSANGEBOT. Nach ein wenig Bedenkzeit taucht Laura bei W und L auf und unterbricht ein Meeting von Jo und Sunny. Sie will, für Yvonne, die Wogen glätten und verspricht, ich werde dir natürlich jeden Cent zurückzahlen, den ich dir schulde. Es wird nur ein wenig dauern. Ich lasse dir einen verbindlichen Zahlungsplan zukommen und hoffe, dass du damit einverstanden bist. Begeistert ist Jo nicht, er signalisiert aber, darüber nachzudenken. Als Sunny ihre Hoffnung äußert, dass Lauras Friedensangebot ernst gemeint ist, versichert die, das beweise ich euch.